So, guten Morgen, meine Lieben. Das ist heute mein Frühstück. Besser gesagt, mein Frühstück und Mittagessen. Und zwar 2 Brötchen, 2 Eier, Aufschnitt, Käse, wie gesagt, Wurst, Margarine und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tomaten. Ich werde jetzt ein bisschen kochen. Und zwar Kartoffeln werde ich zuerst in Wasser kochen, natürlich. Dann habe ich hier 2-mal Tomaten. Da habe ich hier 5 Zucchini und da hinten 2 Schalen Pilze. Die werde ich jetzt alles in einer Pfanne machen. Und dann, wenn es zu viel ist, dann halt einfrieren, weil die Pilze müssen schon weg. Und hier die Tomaten auch schon, die sind schon schrumpelig. Bevor die schlecht werden, mache ich das erstmal. Genau.
Mal eben, guten Morgen erstmal. Ich zeig mich gleich erst. Wir haben hier die Wraps. Ich sag, das ist ein Wrap und anderthalb Wrap. Und es sind das 5 Punkte insgesamt. Da drin ist jetzt Käse, Tilsiter, der musste weg, und Tomaten und Gurken. Die restlichen Sachen, die ich habe jetzt alle diese 8 Wraps gemacht, die restlichen sind halt noch in dem, ja, im Kühlschrank eingepackt. Ein Mittagessen, zwei Brötchen, ein Brötchen besser gesagt, mit Margarine und Lachs und Sahne-Meerrettich, und insgesamt hat das nur 7 Punkte, weil der Lachs 0 Punkte hat. Geil. So. Das ist, weiß ich nicht, Tschüss-Mahlzeit, irgendwas. Zumindest Joghurt, dieser 0,1%ige. Das ist kein Skill, das ist das andere. Auf jeden Fall Erdbeeren und Chiasamen. Normalerweise kaufe ich keine Erdbeeren dieser Saison. Also erst im Juni, Juli, wenn da wirklich die Saison ist. Aber es gibt zurzeit, im Angebot sind sie bei uns 1 Euro nur. Und deswegen habe ich sie mal 2 mitgenommen. So, das ist jetzt mein Armutessen. Und zwar Tomatenketchup und diese vegetarischen Mühlenschnitzel. Ich werde, glaube ich, nur eins davon essen, bin ich mir nicht sicher. Das sieht auch, mein Gott, das sieht so aus, als wäre es sehr, sehr viel, sind aber wirklich ein kleiner Haufen. Selbstgemachte Pommes. Die sehen alle schwarz aus. Sind sie nicht. Dann steht blöde Kamera. Und dann habe ich hier als Beilage Tomatenmozzarella. Und insgesamt hat das nur 19 Punkte. Und ich habe immer noch was. Es ist heute mein Frühstück mit Mittagessen. Wir haben es jetzt schon 12. Und zwar 2 Brötchen. Kurz mein Mittagessen, das ich nach der Maßnahme esse. Das ist ein Toast, Vollkorntoast, also ein Balance-Toast, wie gesagt, mit Käse. Dann dazu ist das da, ist eine Gurke und zweimal Babybel. Das sind insgesamt 8 Punkte, glaube ich. Wenn es falsch ist, schreibe ich es nochmal drauf. Dann habe ich hier mein Frühstück. Ich weiß nicht, ob ich das alles essen werde, das weiß ich halt noch nicht. Dann hier auf jeden Fall auch Gurke. Dann ein Baguette-Brötchen mit Avocado und Senf, Agave, Streichcreme. Ja, wie viele Punkte das hat, da ist, glaube ich, 15. Aber ich habe noch genug Punkte, denn zum Schluss habe ich noch diese Suppe. Die hat nämlich nur mein Frühstück. Und zwar Brötchen mit Aufschnitt, seht ihr ja. Dann habe ich hier einmal eine Tasse Kaffee mit Milch. Und einmal eine kleine Schüssel mit Quark und Erdbeeren. Oh, mal eben, jetzt mal Mittagessen heute. Getrunken habe ich heute Morgen diesen Diät-Shake, was es sein soll, mit Vanillegeschmack und ein paar Chiasamen. Wie viele Punkte der hat, das weiß ich leider nicht. Aber das Essen hier sind Bärlauch-Spaghetti mit Tomatensauce, mit Hackfleisch, Bolognese also.
Insgesamt hat das 12 Punkte. Ja, 12. So, meine Lieben. Heute, als Abendessen, gibt es heute mal Gemüse. Ich weiß, das sieht aus, als wäre es in Fett getränkt. Ist es aber nicht. Es sind nur 2 Esslöffel Olivenöl. Oder Rapsöl, ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall Öl. Und ein bisschen Soße. Ja. Insgesamt hat das 6 Punkte. Weil ich die Kartoffeln, ja, vielleicht schon hier, keine Kartoffeln drin sind, sondern nur Paprika, Zwiebeln. Genau. Und ein paar Knoblauchzehen. Genau. Meine Lieben, das ist jetzt mein erstes Frühstück beim Saftfasten. Ob ich das jetzt durchziehe? Ich hoffe es mal, dass ich irgendwas mal durchziehe. Deswegen, ja. Also zumindest sind das 2 Äpfel von den Grünen und einmal eine Karotte. Und die Grünen sind sehr, sehr ja, lecker. Die sind etwas säuerlicher. Ja, das schmecken sehr, sehr gut. So, das ist heute mein Frühstück. Und zwar 2 Brötchen mit Frischkäse und da vegetarische Wurst. Sieht aus wie Fleischwurst, ist es auch, aber halt auf vegetarische Art. Dann habe ich hier eine Portion Orangen und Mandarinen. Hier sind ein paar Tomaten und hier Latte Macchiato. So, meine Lieben, das ist jetzt mein Abendessen. Das ist ein etwas größerer Abendessen, da ich nicht Mittag gegessen habe, sondern nur gefrühstückt habe. Und zwar, ja, Brötchen, 2 Brötchen mit Aufschnitt und ein Babybell und Tomate Mozzarella mit Balsamico Essig und Fondor und ein Tee, Früchtetee. Insgesamt hat das, glaube ich, ich würde es jetzt schätzen, 20 Punkte. So, meine Lieben, wo ist das? Ach, da habe ich was vergessen. Ist auch egal. Ich frühstücke jetzt. Das Frühstück wird zusammen auch gleich mal Mittagessen. Von daher 2 Avocados, aber die werde ich nicht alle essen. Ich hatte die jetzt einmal fertig gemacht, also entschält. Also, dass sie jetzt so aussehen, weil ich daher die Hälfte davon in einen Salat mache. Da habe ich hier Gurken, 3 Brötchen, da werde ich aber nur 2 essen von wahrscheinlich. Dann habe ich hier, ja, Käseaufschnitt, ja, Käse halt, ne? Und da hinten ist dann auch Fondor und Knoblauch. Ach, Zitrone fehlt noch, genau. Dann habe ich hier einmal so Vitamin B12 Tabletten. Die müssen, ja, müssen nicht weg, aber sind halt noch da und ich nehme die ab und zu mal. Und dann habe ich hier, ja, wer daran glaubt, glaube ich, ne? Das ist Norexan, glaube ich. Nicht Alexa. Norexan. Auf jeden Fall, ja, für nervöse Unruhezustände und Schlafstörungen. Das weiß ich leider nicht. Okay. Sorry. Genau. Das nehme ich auch ab und zu mal, weil morgen ist ja, morgen und Donnerstag habe ich ja den Termin. Und da bin ich ja jetzt eigentlich nicht aufgeregt, nein. Aber trotzdem, als Sicherheits nehme ich das jetzt schon mal in vorsichtshalber. Meine Lieben, ich fange jetzt erstmal abends mit dem Vlog an. Wir haben es jetzt schon 7:30 und es ist mein Abendessen. Ich habe nicht kein Mittag gegessen, gefrühstückt habe ich schon. Und das sind jetzt 2 Brötchen mit einer halben Gurke und Frischkäse. Ich weiß nicht genau, wie viele Punkte oder Kalorien das hat. Ich werde es vielleicht hinschreiben, vielleicht vergesse ich auch wieder. Bis gleich. Hey. So, meine Lieben, das war mein Mittagessen und Frühstück zusammen. Also habe ich hier einmal ein Baguette-Brötchen. Dann habe ich hier einmal Gouda Light. Dann habe ich hier einmal, ja, wie sagt man das, Tee. Dann Tomaten, hier so Aufschnitt und Margarine, Fondor, Knoblauch. Dann habe ich hier eine halbe Avocado und Latte Macchiato. So, meine Lieben, jetzt habe ich hier mein Abendessen. Besser gesagt, wir haben es ja jetzt schon 20.30 Uhr. Und zwar ist es Kartoffeln mit Fisch und Spinat. Das sieht ein bisschen mehr aus, als es ist immer mehr aus, als ich eigentlich esse, aber ist egal. Hier habe ich Salat und hier habe ich
Tee und da habe ich eine kleine Tasse von Cappuccino. Genau, das war's. Give me just a little smile. That's all.